er mich für dumm verkaufen. Gestern Abend ist doch hier ein junges Mädchen reingekommen. Sie irren sich, meine Dame. Das Letzte, was gestern reingekommen ist, war das alte Krokodil. Und ist sie eben hintenrum reingekommen. Ich weiß jedenfalls, dass das Mädchen hier wohnt. Ach so, Sie meinen vielleicht unsere Gabriele. Ah, ich lass mir doch von Ihnen kein Kind einreden. Ich meine eine ausgewachsene junge Dame. Vielleicht die, die gestern im Keller war? Oh, was bist du denn für ein Engelchen? Kindermund tut Wahrheit, Kunzi Lügenbeutel. Sag mal, wo geht's denn hier zum Keller? Ja. Halt, halt, halt! Da können Sie nicht runter. Und ob ich kann, Sie halbe Portion. Geh weg, schnell, den Onkel. Hallo, Fräulein Miller. Ferrari? Hier ist die liebe Frau Pippels. Liebes Fräulein, sind Sie hier? Die wäre ja auch ganz schön blöd, wenn die sich melden würde. Unverschämt. Nicht mal am Tag kann man ruhig schlafen. Hey, Sie! Melden Sie sich! Ich sehe Sie genau. Ach, da sind Sie. Kommen Sie sofort heraus! Erstmal können, ich sitze hier fest. Keinen Widerstand, sonst mache ich von der Waffe Gebrauch. Machen Sie lieber von Ihrem bisschen Verstand Gebrauch und überlegen Sie, wie ich hier rauskomme. Ha, nehmen Sie das an davon. Geben Sie mal ein Bein her. Oh. Nein, stopp nicht so. Andere Richtung schieben. Ja. Warten Sie mal, ich fasse mal oben an. Mein Gott, haben Sie aber Kräfte? Halt hier mit ihm! Hände hoch! Lachen Sie nicht so dämlich! Sie sehen nur, dass ich hänge! Helfen Sie mir doch lieber! Ich kann ja nicht, ich hab doch die Hände hoch! Lassen Sie mir runter, das ist ein Notstand! Ja! Ja, so! Sag mal, was suchen Sie hier eigentlich? Meine ehemalige Mieterin, eine gewisse Maria, ich wollte sagen Marina Ferrari. Noch nie gehört. So, und wer war das Fräulein, das gestern hier war, von dem das Kind erzählt hat? Die. Nur, vielleicht hieß die so. Bestimmt hieß die so. Ich habe nämlich den Beweis. Na, nur rücken Sie schon damit raus. Ja, die ist ausgerückt. Bei Nacht und Nebel. Ich weiß nicht wohin. Und Sie hat nichts hinterlassen? Nein, keine Spur. Sagen Sie mal, warum interessieren Sie sich so für diese Dame? Ach, wissen Sie, das ist rein menschlich, ja. Ich wollte das arme Ding so gern wieder unter meine Fittiche nehmen. Ja, das kann ich verstehen. Ja, sagen wir sowas mütterlich. Nicht wahr? Ja, ich könnte mich für einen anderen Menschen restlos opfern. Ist eigentlich schade, dass ich keinen Mann habe. Ich habe das Gefühl, Ihnen fehlt auch eine liebevolle Frauenhand. Nein, nein, ich bin nicht auf Rosen gebettet. Ich könnte eine Dame wie Sie zum Beispiel überhaupt nicht ernähren. Ach, Sie meinen wegen meiner Praline-Figur. Aber abnehmen darf ich doch nicht wegen meiner Stimme. Ach, wieso, haben Sie eine? Ja, wollen Sie sie hören? Nein, nein. Nein, singen können Sie. Ja. Und wir haben zufällig einen Flügel da. Ja. Vielleicht darf ich Sie begleiten. Aber nein, das mache ich doch schon ganz alleine. Ich lebe unerhört solide und habe nie ein Rendezvous. Ich gehe höchstens mit den Eltern ein Stück spazieren ab und zu. Mein Vater sagt, so muss das bleiben, und dafür schenkt er mir Konfekt. Doch neulich platzte mir der Kragen, weil mir Konfekt nun mal nicht schmeckt. Ich will keine Schokolade, ich will lieber einen Mann. Ich will einen, der mich küssen und um den Finger wickeln kann. Ich kaufte Sonntag auf dem Rummel, für 20 Pfennig mir ein Los. Ich hab auch wirklich was gewonnen, doch die Enttäuschung, die war groß. Denn ich gewann durch deinen Teddy aus Schokolade und Marzipan. Den schmiss ich wütend in die Menge und schrie den Losverkäufer an. Ich will keine Schokolade,